Ahoi und herzlich willkommen zurück bei Nemesis 3. Ja, wie gesagt, das ist ein zweiter Teil einer kompletten Aufnahmeserie. Und wir haben den Aufzug gerade gedreht und fahren den nächsten Stockwerk, um zu schauen, was da gibt. Wenn es euch gefällt, lasst mir wie immer ein Like, lasst mir ein Abo da und wahnsinnig gerne einen Kommentar, ob ihr es auch schon gespielt habt, ob ihr es euch geholt habt oder wie ihr es euch vorstellt. Gut, im nächsten Level. Welcome on Regulus Bogard. Thank you for using the services of the teleporting travel agency Fort and Company. My name is Emmanuel and I will be your guide during your stay here on Regulus. Amiya, where is Amiya? We moved here in one capsule. Bogard, stay calm. Your companion is waiting at the Andromeda Hotel. An outstanding individual like you will manage to find their way there quickly. Sehr schön. Gut, jetzt spielen wir den anderen Charakter. Jetzt bewege ich mich kurz. Da bin ich irgendwie herteleportiert worden. Und wahrscheinlich muss ich jetzt auch, müssen uns wahrscheinlich wieder treffen. Was ist hier? The power is already weak. Very soon it will be completely dark out here. I need to hurry up. I need to find Amiya fast. Wahrscheinlich soll ich in die Richtung gehen. Komm. Hier haben wir wieder unsere. Look closely at the circles, Bogard. You will undoubtedly notice the connection between the lighted and the unlighted fields. Remember that the center of the wheel also matters. The correct setting will activate the energy beam. Okay. Mal gucken, ob es von zwei Seiten aus angeguckt werden muss. Aha. Aha. Das kannst du raus und rein machen, okay? Jetzt schauen wir mal. Nee, du musst von einer Seite kommen, okay? Da siehst du nicht viel. Ach, guck mal. Hey! Hey! What are you doing here? Why is the passage blocked by this peculiar mechanism? We are the constructors. We deserve some acclaim, don't you think? As engineers, we were doing great. Everyone in the corporation was envious of our trip to Regulus. Until it became clear, there is no return for us. What do you mean, there is no return? We'll stay here forever, just like you. What are those mechanisms meant for? Forever, just like others. Also irgendwas ist hier ganz gewaltig schief gelaufen, würde ich sagen. Und es gibt zwei Wege, das Licht hier rüber zu bringen. Ah, das ist Holz. Wood. Sherlock Wood. Gut, was haben wir hier? Da ist er wieder, der Emmanuel. Ich heiße Emmanuel Ford. Und ich bin ein direkter Nachfahre von Charles Ford, der vor einigen Jahrhunderten als erster Mensch weltweit... als erster Mensch weltweit wahrscheinlich sich teleportiert hat oder das Auto gebaut hat. So, hier sind vier Löcher. Okay. Das kann ich hier drehen. Okay. Vier Löcher. Was ist das jetzt hier? Da kannst du gar nichts machen. Jetzt hat er vier Lampen. Lass mich mal gucken. Ich hole mir noch keine Hilfe, weil ich erstmal schauen will, was es ist. Da muss ja irgendwas geben. Wahrscheinlich erstmal den hier, oder? Der passt nicht. Kannst du den drehen? Nee, den kannst du nicht drehen hier. So. Drücke H, genau. Maßgebend ist die Anzahl der gelben leuchtenden Felder im kleinmittleren Kreis. Sie kann nicht geändert werden.
Das ist der Anfangswert. Ja, 1. Ich hätte jetzt gedacht, okay. 1, 2, 3, das sind 6 Ringe außen und in der Mitte haben wir 4. Aha, das kann ich nicht ändern. Die stimmen überein. Also 3. Okay, das sind jetzt ein Feld. Aber es sind maximal 4. Das heißt, 2 müssen immer ausbleiben. Okay. So. 4. 4. Interessant. Habe ich irgendwas verpasst? Ah, sie sind noch welche hier. It must be a part of another puzzle. Ah! Lampe lampt. So, lass mich kurz gucken, wie das da drüben ist. Ob das auch angeht, dann muss ich wahrscheinlich nach unten stellen. Kriegen wir doch hin. Wenn das falsch ist, geht's nach unten. Aha. Gut. Lampe lampt. So, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist jenes hier. Maßgeblich ist die Anzahl des einen in der Mitte leuchtenden. Das ist einer. Die leuchten hier schon mal gar nicht. Hier, okay. Haben wir noch irgendwelche Wege? Ja, wir haben da den Weg nach hinten. Gehen wir hier nochmal hoch. Lass uns mal gucken. So, hier haben wir 4 Stück. Ich habe die Ausrichtung noch nicht ganz verstanden. Ich habe die Ausrichtung noch nicht ganz verstanden hier. It looks like a fountain, but it's out of order now. Water must have dried a long time ago. Okay. Das sind 2 verschiedene Rätsel wahrscheinlich, ne? So, gucken wir nochmal. H. Maßgebend ist die Anzahl der braunen, nicht leuchtenden Ringe. Aha. Okay, das ist was anderes. Felder im kleinmittleren Kreis. Sie kann nicht geändert werden. Maßgebend ist die Anzahl... Echt jetzt? Hier steht, maßgebend ist die Anzahl der braunen, nicht leuchtenden Felder im kleinmittigen Kreis. Okay. Sie kann nicht geändert werden, ja? Okay. Da gibt's keinen. Da gibt's keinen, okay. Und da drüben ist es die leuchtenden, ja? Jetzt gehen wir hier nochmal gucken hier. Der gelben leuchtende Felder in dem mittigen Kreis, die kann nicht geändert werden. Hier ist einer, der leuchtet, das habe ich den einen hier aktiviert. Da kann ich nicht lang. Habe ich noch irgendwas verpasst? Also die 2 Sachen laufen. Da hinten ist nichts. Was gibt's da? Ihr werdet mir ja sagen, wenn ich in die falsche Richtung laufe, oder? Oi. Zu dieser Zeit hat der Onkel in einer New Yorker Bibliothek wissenschaftliche Abhandlungen gelesen und Notizen gemacht. Dann kam der Zeitpunkt seiner Erleuchtung. Okay, und dann haben wir hier... Ah, guck mal, hier liegt noch was. Nehmen wir mit. Bild. Okay. Ich glaube, hier kannst du nicht hin. Okay, dann laufen wir wieder zurück. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Dann schauen wir mal in die andere Seite. Also auf der einen Seite ist der leuchtende gelbe Kreis oder die leuchtende Mitte maßgeben. Auf der anderen Seite die nicht leuchtenden. Die leuchten aber alle. Den hier, das war relativ, ich hoffe, das ist korrekt. Lampe lampt grün. Oh, guck mal, ein Gecko. Der Gordon-Gecko. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo hin müssen.
Hier kann ich nicht aufmachen, aber hier kann ich hoch. Die Lösung wird wahrscheinlich irgendwo einmal außen rum sein. Das wäre zu einfach sonst gewesen. Da ich nicht springen kann, muss ich mich innerhalb der Barriere. Bridge. I wonder where it leads. The entrance is protected by some kind of laser barrier. I will come back here later. Dim lights, street lamps sparsed here and there, solar panels powering the buildings, noble embroideries. Until quite recently, this place must have been bustling with life. Where did everyone go? And is it true that I am here just by myself? I feel as if someone was watching me. Hat es nicht auch DJ Bobo gesungen? Someone is watching me. I have no privacy. Ah nee, das war Michael Jackson. DJ Bobo hat's nur aufgenommen, ja? Und hat's nochmal in den 90ern verarbeitet. Meine Nase. Okay, gut. Da war übrigens, wenn ihr es gesehen habt, so ein kleiner dunklerer Stein, der genau sagt, ich mach's nur mal kurz hoch. Oder? Seht ihr den? Der hat eine andere Farbe. Ja, der leuchtet nicht so schön. Das heißt, das ist derjenige, welche der maßgeblich wäre. Ah, jetzt fliegt er weg. Okay. So, die gibt's immer noch, aber ich kann bestimmt unten irgendwas machen, hm? I know it feels like somebody's watching me. I have no privacy. Bo, bo, bo. So, okay. Haben wir noch irgendwelche anderen Weg nach oben? Die Brücke war gesperrt. Das Ding hier ist zu. Aber ich habe das Gefühl, es ist heller. Ja? Da drüben war nichts mehr, ne? Ach, guck mal, da ist jetzt auch Licht an. Das scheint so, dass ich jetzt... jetzt kann man gucken, ob da hinten noch irgendwas liegt. Würde mich mal interessieren. Oder ob es nur diese Fledermäuse sind. Was ist das hier? Ui, eine leuchtende Spinne. Ne. Also da war ich schon, habe ich schon. Gut, jetzt habe ich denn das Thema mit den Greisen noch, ja? So. Also die haben wir alle an. So, und der sagt hier, maßgeblich sind die, so, ha, gucken wir nochmal rein. Maßgeblich ist die Anzahl der gelben Felder im kleinen mittigen Kreis. Sie kann nicht geändert werden. Ja, aber was soll ich denn machen? Eins, ja, eins was? Soll ich jetzt hier Trial and Error irgendwas hinklicken? Und da passiert auch nichts. Da ist wieder der Gecko. Hier ist nichts. Maßgebend ist der Gelb. Das ist schon klar. Das Gelbe. Es kann nicht geändert werden, aber Anzahl 1. Ja, 1 was? 1 von 6. Soll ich jetzt hier testen, oder was? Ein bisschen, ja. Ihr habt es bestimmt schon wieder in die Kommentare geschrieben, dass der alte Mann, ach guck mal, hier kann es ja drüber latschen, der alte Mann vor dem Bildschirm hier, das noch nicht geschnallt hat. Gib her, komm. Gut, wieder ein Bild. Ah, der Springbrunnen. Aber es muss doch irgendwie da hochgehen. Ich habe das Licht habe ich angemacht. So, aber Fakt ist, dass ich, wie bin ich hier reingekommen? Wie geil ist das denn? Ach so, da einmal außenrum, okay. Auch übel. So, und hier ist maßgeblich die dunklen Felder. Ja, aber hier sind keine dunklen Felder. Der braunen, nicht leuchtenden Felder. Sind es auch Felder?
Sind das hier auch die Felder? Also Felder sind nur das hier, würde ich sagen. Und das sind... Das haben wir alles. Irgendwas hier übersehen? Die kann ich auch nicht anklickern. Das geht wahrscheinlich dann das Tor auf hier drüben. Ne, hier gibt's nichts. Hier bin ich einmal durch. Und die Brücke ist immer noch gesperrt. Habe ich da irgendwas vielleicht nach links vergessen zu gehen oder so? Mal gucken. Ne, hier ist glaube ich bewusst zugemacht, dass du hier nicht lang kannst. Ne, hier kannst du nicht lang. Also hier rüber kannst du nicht. Das ist erledigt. Hier kannst du auch nicht rein. Ja, das ist zu. Und das war, ja, das ist nach wie vor zu. Da kannst du nicht lang. Hier gibt's auch nichts. Das habe ich gemacht da drüben. Ansonsten gibt's hier auch nichts. Das waren diese Steinchen. So. Das ist der Vogel. Das ist zwar nett, aber irgendwie... Sonst ist da nichts, ne? Nee, so. Those trees must be ancient. I wonder why there are no leaves. Wieder ein kleiner Itzi-Pizzi-Spider. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Maßgeblich, hier kann ich also gar nichts machen hier. So, hier steht 4. So, gehen wir nochmal gucken hier. Harvey Heinrich. Im größeren Greif sollte ein braunes Licht... Was? Im größeren... Halt, halt. Ha, im größeren Greif sollte ein braunes Licht leuchten. Das fällt mir auf seine Mitte. Was? Nochmal. Geht so schnell. Im größeren Greif sollte ein braunes Feld... Im größeren Kreis. So. Im größeren Kreis sollte ein braunes, nicht leuchtendes Feld mehr. Ein braunes, nicht leuchtendes Feld mehr sein. Als im mittleren Kreis. Entweder bin ich jetzt total falsch gewickelt, lese ich es vielleicht falsch? Ha. Im größeren Kreis sollte ein gelbes leuchtendes Feld mehr sein, als im mittleren Kreis. Im größeren Kreis sollte ein gelbes Feld mehr drauf sein. So? Ah, okay. Okay. Ist es dann egal? Das heißt, hier sind es dann 3. Und hier sind es 4. Warte mal. Number of them. If you see the right dependency, you can
set up a big circle. So, das heißt, jetzt hier nochmal reingucken. Okay, das ist dann, Great! You made it off! But, was not that a coincidence? Okay. Das heißt, hier geht's dann praktisch genau im Gegenzug. Das heißt, hier sind es dann zwei. Zwei und hier müssen es drei sein. Ja, zack. Und hier sind es drei. Also hier ist eins. Dann sind es hier zwei. Dann sind es hier drei. Hier sind es. Great! You have turned on three small circles. Take a closer look. From the inside, the unlighted fields follow a rule. Only the unlighted fields are important. If you see the right dependency, you can set up a big circle. So, und hier haben wir jetzt zwei unterschiedliche. So, hier was mit der Anzahl, ne? Jetzt haben wir her. Die Frage ist, welche Anzahl? Wir haben hier. Zwei. Können wir reingehen, gucken. Ist es, glaube ich, total Wurst, oder? Vier. Fünf. Und das hier? Vier. Fünf. Und der muss an, komplett an sein, oder? Na, guck mal an. It worked! But not completely. As soon as you open the second part, you will see Amiya. Gut. From the inside, only the number of unlighted spaces is important. Das sind zwei, das sind drei, das sind vier, eins. So, kurz gucken. Also hier ist eins, hier sind es zwei, hier müssen es drei sein, hier sind es eins, zwei, drei, vier und hier sind es eins, zwei, drei, vier, fünf. Also die Reihenfolge ist total egal. Ah, da ist sie ja. It was Amiya. Why did she disappear? This must be a teleport interference. Okay. Sie ist da, sie ist weg. So, jetzt kann man hier reingehen. Und was sagt ihr dazu, ja, ihr Helden? Jetzt kann ich euch nicht mehr anklicken. Ja. Ja. Ich kann aber da reingehen. Another tower. I should memorize the arrangement. Es sind aber zwei dunkle. Zum Beispiel, was gibt's hier noch? Ah, das sind die unterschiedlichen Farben. Als sind es die hellen. Was hatten wir denn für Farben? Das habe ich natürlich nicht die Farben gemerkt. Ihr? Hm. So, das da oben. Gucken wir mal. Ich muss jetzt die Farben merken, ja. Ich weiß bloß nicht, welche Reihenfolge. Das müsste aber der hier... Das war der erste. Das war grün, würde ich sagen. Grün, das war der erste. So, dann hatte ich... Mal gucken, war der nächste, war doch dann. Hier war keiner, ne? Ne, hier ist doch, genau, der hier. Der war orange. Der war orange. So, gucken wir mal. Einmal orange, einmal grün. Da hinten war keiner. Stimmt das? Da hinten war keiner. Dann bin ich da hochgelatscht. Und da oben hatten wir... Da ist jetzt aber der Orangene. Bin ich jetzt einmal außen rum gelatscht? Oh, meine Nase.
Und dann war es da drüben der blaue, glaube ich, war es, ne? Ja, blau. Blau. Das kann aber genau... der war vorher dran, der war lila. Wir bleiben da, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben da, bis die Wolken wieder lila sind. Oh oh, oh oh. Bis die Wolken wieder lila sind. Warum ich gerade hinlaufe, ist, ich schreibe mir gerade auf, da gibt es nämlich die Anzahl. 1, 2 und vielleicht ist es nämlich die Reihenfolge, nicht die Farben, sondern die, wie tief und wie weit dieser Pnökes draußen ist, ja. Hätte ich vormachen können, aber gut. Damit müsste es doch rein theoretisch 3 und 4 sein, wenn ich das jetzt richtig mir so vorstelle. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat 6. 2, 4, 6. Ich würde so gern rennen. So gern rennen. Ich glaube gar nicht. Und das ist 3. Okay, der ist 3. 1, 2, 3. Muss mal gucken, ob das hier vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Werden wir gleich sehen. Wir haben hier 2 Stück. Und wir haben, und hier leuchten jetzt praktisch die hellen, pass auf. Nee. Okay. Dann ist es egal. Dann war ich total falsch. Wir haben dann hier, warte mal, das ist gelb. Und dann haben wir 2, 4, 6, 7. Ich schreibe es einfach mal auf. Man weiß ja nicht, ja. So, dann. Nix. Da war er. Und wir haben 2, 4, 5. Und das ist rot. Und die 5. 1, 2, 3, 5 und 6, 7. Dann fehlt die 4 noch. Die 4 fehlt noch. Gucken wir mal. Da drüben liegt wieder was. 4. Okay. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, die 4 fehlt. Da müsste doch irgendwo einer rumflunkern hier. Mit 4. Ach, guck mal. Ist es der da drüben? Nee, aber da komme ich aktuell doch, könnte ich hinkommen, wenn ich wollte. Kann ich hier hoch? Nee, hier kann ich nicht hoch. Gut, die haben wir angemacht. How is this powerful wave of energy here? I am sure I can level it. I need to look around. Okay, also hier darf ich nicht lang. Das heißt, jetzt müsste ich rein theoretisch nach oben, aber das Ding ist immer noch an. Super. Na, warte, das ist hier. Okay. Das ist das hier. So, das ist der andere, der passt nicht. Das muss noch rüber. Und dann habe ich die Energie abgeschirmt. Pass auf, ich zeige euch, was ich kurz meine. Jetzt habe ich überall den Käfig und jetzt sollte das bis auf die Seite gehen. Genau, wie ich gesagt habe. So, dann müssen wir den hier bewegen. So, jetzt gerade überlegen. Den. Mhm. Jetzt ist der offen. Warte mal.
So würde ich sagen, sieht's aus, oder? So können wir es doch lassen. So, was haben wir hier noch? Auch irgendwas, ja, auch irgendwas zum Drehen. Okay, gut. Wir sprechen mit dem Dude. Hey, Dude. The Revolving Palace has Uitsu. I read about it in academic studies devoted to the history of Regulus. It was a kind of architectural code, a safety device against thieves. I assume that they have been out of service for a long time, and they are just monuments. But this machinery, it looks as if it still operates. Absolutely. Hasuitsu is a great challenge, but I'm sure you can do it. Ja, dann, jetzt haben wir noch die Maschine hier. Da komme ich nicht lang, also ich muss von außen bedienen. Und was soll's? Turn to face the building. Position yourself in such a way that the round cursor fills. Click the left button of the mouse. Now you can point the parts of the device and click the left mouse button. Clicking on the wheel will rotate it. Also doch, hier komme ich nicht lang. Hier komme ich lang. Okay. Also wir sollen uns Richtung Gebäude stellen und jetzt? Was ist das hier? So geht's rein. Noch eins. Okay, warte mal. Wir können den dann mal probieren. Also im Endeffekt ist schon klar, was ich machen muss. What does it mean? Is it a survival test? Where's the hotel? No worries. Use your exceptional intelligence and you will handle it no problem. Okay, ich bin aber hier. Muss ich beide wahrscheinlich aufmachen, ne? Also da kann ich reinlaufen. Hier noch nicht, das heißt, den muss ich jetzt noch drehen, hier den Kollegen. Warte mal. Ne, ich muss ja irgendwie reinkommen. So bringt mir das gar nichts. Also ich wäre das der Weg und jetzt muss ich gucken, wie ich den hier... So, oder? Drehe ich jetzt zwei? Habe ich da einen verpasst? Warte mal. Das ist der hier. Und ich drehe den hier. Den hier drehe ich nicht. Wie drehe ich? Wo drehe ich denn den hier? Warte mal, da ist... Der hat hier zwei Öffnungen. Den müsste ich jetzt praktisch... Eins weiter. Ah, warte mal, andersrum drehen, ne? Lass mich kurz mal gucken. Irgendwo müsste. So. Das ist zu. Brauch noch. Warte mal. Hab ich's richtig rumgedreht? So, da war ich jetzt hier. Und? Ne, da kannst du nicht raus. Also egal wie du es drehst, da kannst du nicht raus. Aber vom Prinzip her müsstest du da rauskommen. Das heißt, ich müsste noch
eins, zwei, kann er sein, zwei weiter drehen. Weil der hat hier nur eine Öffnung, oder? Ne, der hat zwei Öffnungen. Oder muss ich da rein? Der hat nur eine Öffnung. Der hat zwei Öffnungen. Der hat zwei Öffnungen. Warte mal. Der hat zwei Öffnungen. Die Frage ist jetzt... Warte mal. Da ist die Öffnung. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte doch mal hier, warte doch mal. Vielleicht ist es nämlich genau das. Vielleicht ist genau das der Sinn und Zweck, dass du hier reingehst, aber dann hast du hier gar nichts. Okay. So, die Frage ist jetzt, die ich mir stelle. Was passiert, wenn ich den jetzt hier weiter drehe? Pass auf. So. Und den hier würde ich noch einmal... So, lass mich kurz mal gucken. Und dich müsste ich auch noch eins drehen. So, pass auf. Wolfbase. Den kannst du hier nicht drehen, ne? Den musst du anders drehen. Okay, also mal kurz gucken auf der Seite. Wie weit ich da komme. Da komme ich gar nicht weit. Gut. Meine Freunde, wir sind wieder am Ende einer Folge. Das ist jetzt so ein kleines bisschen... Wir müssen gucken, wie wir vorwärts kommen. Andere Richtung. So, das wäre eine. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Gut. Wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Ich denke, ich würde noch zwei Folgen davon machen. Dann haben wir ein bisschen was davon gesehen, weil ich will natürlich nicht, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viele Spielstunden da drin stecken, je nachdem, wie schnell du irgendwelche Rätsel gelöst hast. Ich persönlich finde es nett, wie gesagt, und um auf meinen Satz zu beenden, ich denke noch zwei Folgen oder drei Folgen werde ich noch machen, parallel. Und dann werde ich was anderes anzocken. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da, wahnsinnig gerne einen Kommentar. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.